Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu der heutigen Session Fahrrad mit Bahn verknüpfen. Ja, aus meiner Sicht, aus Sicht der NASA, zentraler Verknüpfungspunkt zwischen Rad und Bahn, das ist der Bahnhof. Und genau diesen möchte ich heute mit Ihnen etwas genauer anschauen. So, jetzt sind wir. Jetzt funktioniert das. Genau. Bevor ich aber inhaltlich weiter einsteige, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Marei Locher. Wie Herr Prenzl gerade eben schon eingeleitet hat, arbeite ich bei der NASH. Doch die NASH, wer ist das eigentlich? Ja, häufig werden wir verwechselt. Wir sind nicht das Land und wir sind auch nicht die DB. Die NASH ist der Verkehrsverbund in Schleswig-Holstein. Unsere Gesellschafter setzen sich aber zusammen aus dem Land und den 15 Kreisen und kreisfreien Städten. Die NASA bestellt und organisiert sozusagen im Auftrag des Landes den Schienenpersonennahverkehr und für den Busbereich, für den restlichen ÖPNV sind die Kreise und kreisfreien Städte die Aufgabenträger. Uns beschäftigen aber sozusagen neben dieser Bestellung des Schienenpersonennahverkehrs viele Fragen und Themen drumherum, die ich hier mal aufgezeigt haben, von eben Tarifthemen, Marktforschung gibt es eben auch einen großen Teil der Förderung heißt, sprich wir verwalten Mittel des Landes und kümmern uns in dem Zusammenhang, was ich jetzt eben heute genauer beleuchte, eben auch mit Schnittstellen zu sonstigen Verkehrsverknüpfungen. Ja, ich werde heute ja, etwas genauer auf den Bahnhof, Mobilitätsstation Bahnhof. Was ist da eigentlich genau darunter zu verstehen? Wieso beschäftigen wir uns mit diesem Thema und was sind eigentlich die Akteure in diesem Bereich? Genauso wie eben kurz erläutert, verwaltet die NASH Mittel des Landes und hier möchte ich Ihnen einen näheren Einblick geben, eben in die Förderkulisse bei uns. Was fördern wir und wie läuft das ab? Und zu dem konkreten Handling habe ich vielleicht auch ein, zwei Tipps und Hinweise für Sie, wenn Sie ja so eine Maßnahme vorhaben. Woran ist wichtig zu denken? Welche Fehler gibt es vielleicht zu vermeiden? Genau, wie anfangs schon gesagt, möchte ich heute im Vortrag den Blick etwas weiten, dass ein Bahnhof mehr sein kann als ein reiner Bahnhaltepunkt, ein Bahnsteig, an dem der Zug hält. Eine Mobilität, ein Bahnhof ist nämlich heute schon in ganz vielen Fällen eine Mobilitätsstation. Das heißt erstmal ganz einfach, es ist ein Verknüpfungspunkt zwischen verschiedensten Verkehrsträgern. Ich habe jetzt hier mal die Definition des Deutschen Instituts für Urbanistik herangezogen, weil es das eigentlich wirklich ganz im ganz prägnanten wiedergibt. Es geht darum, das multimodale Verhalten zu unterstützen und zu bestärken und vor allen Dingen für die Nutzer den Wechsel von dem einen Transportmittel auf ein anderes Transportmittel zu vereinfachen und dort eben Angebote zu schaffen. Aber eine Mobilitätsstation am Bahnhof, da gibt es jetzt nicht die eine Lösung. So sieht eine Mobilitätsstation am Bahnhof aus, sondern es gibt eine Vielzahl von Bestandteilen, die an einem Bahnhof zu finden sein können, verschiedenste Verkehrsmittel. Das zum einen natürlich ganz klassisch erstmal Bahn und Bus, die miteinander verknüpft werden, aber natürlich auch Bahn und Fahrrad oder in Verbindung auch mit Fahrradverleihsystem. Und Marei, Frau Locher, Sie sind gerade nicht zu hören. Ich weiß, ich sehe, bei mir ist das Symbol gezeigt, dass die Stummschaltung aktiviert ist, wieder bei Ihnen. Jetzt ist sie weg. so, Ja, ja, jetzt ist wieder gut. Ja. okay. Einfach nochmal die letzten drei Sätze so ungefähr wiederholen. Alles klar. Genau, ich habe jetzt hier auf der Folie sind nur so ein paar beispielhafte
Möglichkeiten, was Bestandteile sein können im Bahnhofsumfeld, die es eben erleichtern, den Nutzern von dem einen Transportmittel auf das andere umzusteigen und so eben wirklich Alternativen zum privaten Pkw auch attraktiv und möglichst leicht zu handeln machen. Frage kann man sich natürlich jetzt stellen, naja, wenn doch jeder Bahnhof quasi eine Mobilitätsstation ist, weil man ja theoretisch von jedem Verkehrsmittel in die Bahn umsteigen kann, wieso müssen wir uns damit intensiver beschäftigen? Wieso müssen wir da überhaupt noch was tun? Hintergrund ist der, dass der Potenzial der Bahnhöfe in diesem Hinblick auf Verknüpfung noch längst nicht ausgeschöpft ist. Es gibt ganz viele gute Beispiele, auch ganz viele tolle Bahnhöfe und Mobilitätsstationen bei uns hier in Schleswig-Holstein, aber eben auch ganz viele Standorte sind noch verbesserungswürdig. Hier geht es dabei, nicht nur den Bedarf zu der aktuellen Mobilität zu decken, sondern auch zu gucken, was können wir denn für Angebote, für Anreize schaffen, um auch zusätzlich mehr Menschen sozusagen in den ÖPNV, in andere Mobilitätsformen, Möglichkeiten zu bewegen, weg vom Pkw. Wir sind da aktuell in einer ganz tollen Lage, dass sozusagen die Themen Mobilitätswende, Klimaschutz, die sind im Moment wirklich recht groß in der Politik, sprich die Themen haben wirklich Rückenwind und ja, den sollten wir alle nutzen und uns sozusagen mit dem Rückenwind Maßnahmen vorantreiben. Der Handlungsbedarf ist ja in vielen Fällen relativ leicht zu erkennen, wie man hier beispielhaft in den Fotos sieht. Da sieht man relativ schnell, ja, da müsste wirklich irgendwie was gemacht werden. Nicht ganz so einfach oder nicht so schnell ersichtlich ist da das Thema Zuständigkeit. Ja, wer kümmert sich denn da jetzt drum? Wessen Angelegenheit ist das denn jetzt? Und hier gebe ich mal ganz grob sozusagen wirklich nur einen Überblick. Und zwar haben wir, wie ich einleitend sagte, alles, was auf der Schiene fährt und der Bahnhof ist, das ist eher sozusagen erstmal die Zuständigkeit des Landes, der NASH. Wenn wir dann im Bahnhofsumfeld sind, sozusagen der Übergang von Bahn zur Kommune, da liegt eben auch die Zuständigkeit bei der Kommune. Alles, was rund um den Busverkehr sich dreht, wie eingangs gesagt, ist das Sache der Kreise und kreisfreie Städte, weil die Aufgabenträger des Busverkehrs sind. Gucken wir hier in die Bushaltestellen, wieder der Schnittpunkt ist auch wieder die Kommune mit in der Verantwortung. In der städtischen Mobilität habe ich es jetzt mal genannt, also wenn wir da zum Beispiel an Fahrradverleihsysteme denken, E-Roller oder ähnliches, da liegt die Verantwortung der Realisierung bei Städten und Kommunen. Ja, schauen wir uns mal genauer das Bahnhofsumfeld an und die Fördermöglichkeiten, die es dort gibt, am Beispiel von Bike-and-Ride-Anlagen. Grundsätzlich ist sozusagen erstmal zu sagen, dass durch die NASH, durch Landesmittel, sowohl Planungskosten als auch Baukosten förderfähig sind. Die sehen dann im Detail so aus, dass von den Planungskosten maximal 75% der zuwendungsfähigen Kosten förderfähig sind. Das wird gefördert aus Regionalisierungsmitteln. Die investive Maßnahme, sprich der Bau zum Beispiel einer Bike-and-Ride-Anlage, ist auch mit maximal 75% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Diese Finanzmittel kommen jedoch aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dem GVFG. In der Vergangenheit hatten wir es so, dass es bestimmte Förderhöchstsätze pro Stellplatz gibt. Dieses wurde vor ein paar Jahren zum Glück aufgehoben. Dadurch ist es uns möglich, auch höherwertige Anlagen, Fahrradparkhäuser oder ähnliches zu fördern. Vorteil ist, dass wir dadurch, wie gesagt, wirklich jede einzelne Maßnahme angucken können. Wenn ja zum Beispiel in einem Standort
der Tiefbau sehr kompliziert ist und deswegen da höhere Kosten entstehen bei einem anderen, wo die Fläche relativ klar ist und da gar nicht viel gemacht werden muss oder eben ein ganzes Fahrradparkhaus gebaut werden muss, dann haben wir da sozusagen keine Förderhöchstgrenze. Auf der anderen Seite, durch diese intensive Prüfung der Einzelmaßnahme dauert diese Prüfung natürlich länger, sprich der ganze Förderantragsablauf, bis sie sozusagen den Zuwendungsbescheid bekommen, nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch. Hintergrund ist hier auch, dass Ihr Förderantrag, den Sie bei uns stellen, zu einer sogenannten fachtechnischen Prüfung an die GMSH, des Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, geschickt werden. Und aufgrund dieser fachtechnischen Prüfung und der internen Prüfung bei uns werden dann die zuwendungsfähigen Kosten für jede einzelne Maßnahme festgelegt. Genau. Grundsätzlich im Allgemeinen kann man sagen, dass Grunderwerb grundsätzlich zuwendungsfähig ist, also das Grundstück, auf dem die Maßnahme gebaut wird. Eine Rahmenbedingung, die wir setzen, ist, dass mit der Maßnahme, die wir fördern, kein Gewinn erwirtschaftet werden darf, wenn Sie zum Beispiel ein Fahrradparkhaus haben, eine Sammelschließanlage oder ähnliches, wo ein Nutzer einen Stellplatz mieten kann und dadurch Einnahmen generiert werden, dann dürfen diese eben die Unterhaltungskosten nicht übersteigen. Eine weitere Bedingung ist, dass wir Elektromobilität aus dem GVFG leider nicht fördern können. Aber das ist in den meisten Fällen eigentlich nicht weiter schlimm, weil es ohne Probleme möglich ist, dass Sie die Förderung der NASA mit anderen Förderprogrammen kombinieren können. Sind das jetzt Förderprogramme des Bundes oder von der Metropolregion, Aktivregion, was es nicht sozusagen alles für andere Förderprogramme noch gibt, sodass man da sich auch eine Kombination zusammenstellen kann und eben Dinge, die bei uns zum Beispiel vielleicht nicht förderfähig sind, wie die Elektromobilität, aus einem anderen Topf förderfähig sind. So, wie kommen Sie jetzt konkret an diese Fördermittel? Sie müssen einmal für die Planungsleistung und für den Bau, für die Investmaßnahme zwei Förderanträge stellen. Der erste ist eben für die Planungsleistung. Da gibt es sozusagen ja, ein ganz normales Förderantragsformular, was wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden. Das besteht jetzt auch nicht aus 20 Seiten, sondern ist relativ überschaubar. Ich glaube, 5 Seiten sind es, wo man bestimmte Dinge, Kostenangaben machen muss. Genauso bräuchten wir einen politischen Beschluss, dass die Maßnahme, die Sie bei uns beantragen, grundsätzlich unterstützt wird. Das heißt, es ist wichtig, dass vor Ort alle sich einig sind, dass diese Maßnahme sinnvoll ist und dass diese Maßnahme umgesetzt werden soll. Das heißt, es darf nicht mehr ein grundsätzlicher politischer Diskurs sein, sodass wir eine gewisse Sicherheit haben, wenn wir die Planungskosten dieser Maßnahme fördern, dass diese Maßnahme auch tatsächlich kommt. Und dann brauchen wir eben, wollen wir ja wissen, für was beantragen Sie da Gelder, eine kurze Beschreibung der Maßnahme. Was haben Sie vor? Wo haben Sie das vor? Wie soll das aussehen? Und wann wollen Sie das machen? Die Planungsleistung, wo Sie sozusagen, für die Sie die Mittel bei uns beantragen, das sind sozusagen in den Leistungsphasen nach HOAI gedacht, ist das die Leistungsphase 1 bis 4, also bis zur Genehmigungsplanung. Und wenn Sie sozusagen die Maßnahme bis zur Leistungsphase 4 sozusagen geplant haben oder ein Planungsbüro dies für Sie gemacht hat, dann ist das sozusagen auch der Arbeitsstand, den Sie bei uns einreichen für den Förderantrag der investiven Maßnahme. Auch hier wieder das Förderantragsformular ausgefüllt und eben die Entwurfsplanung, die bis dahin erarbeitet wurde, wo dann eben Pläne, Kostenschätzung, genauere die Maßnahme ja noch viel weiter in der Planung vorangeschritten ist und eben dazu mehr Details vorliegen. Allein zu diesen planerischen Unterlagen benötigen wir eine Bedarfsanalyse, damit wir die Größe
der Maßnahme abschätzen können. Also wenn Sie jetzt eine Fahrradabstellanlage bauen und Sie sagen, Sie wollen 30 Abstellplätze bauen, dann müssen wir sozusagen nachvollziehen können, dass diese 30 nicht zu viel und nicht zu wenig sind. Also wenn wir dann zum Beispiel sehen, aktuell ist der Bedarf da schon viel höher. Also im Schnitt stehen 50 Fahrräder eigentlich irgendwo wild in der Gegend am Gartenzaun, an Laternenpfahlen und so weiter, dann ist sozusagen die Maßnahme für uns oder die Anzahl der Stellplätze zu gering. Dann muss da sozusagen mehr gemacht werden. Vor allen Dingen ja auch für den zukünftigen Bedarf gedacht. Und da wir ja sozusagen nicht vor Ort sind, sondern nur Sie, müssen wir ja auf dem Papier sozusagen das einfach nachvollziehen können, was Sie da beantragen und dass das sozusagen sinnvoll ist, um das bewerten zu können. Diese ganzen Unterlagen, die Sie für die investive Maßnahme einreichen, da bekommen Sie in den meisten Fällen Unterstützung von dem Planungsbüro, was Sie für die Entwurfsplanung beauftragt haben. Die haben da häufig Erfahrung drin, diese Förderantragsunterlagen zusammenzustellen, die Pläne zusammenzustellen, sodass Sie da alles beisammen haben, was Sie bei uns einreichen. Genau. Neben der rein finanziellen Förderung begleiten wir als NASH auch gerne Sie darüber hinaus. Weil bevor Sie in die konkrete Planung gehen, gibt es häufig wirklich viele Informationen einzuholen, Entscheidungen zu treffen. Was brauchen wir überhaupt? Wo soll es hingehen? Auch schon in diesen Schritten ganz am Anfang beraten und informieren wir Sie sehr gerne. Wir unterstützen Sie auch sehr gerne, zum Beispiel in der Diskussion, in der Kommunikation mit der Politik vor Ort, wo es vielleicht ganz viele schon ganz fachliche Fragen gibt, wo innerhalb der Verwaltung man noch gar keine Antworten drauf weiß. Wir helfen Ihnen gerne dabei, die richtigen Ansprechpartner für Fragen zu finden, die wir vielleicht auch nicht beantworten können. Wir vermitteln gerne Kontakte zur DB oder zur AKN, gerade wenn man sich im Bahnhofsumfeld bewegt, bleibt das ja meistens nicht auch mit dem Infrastrukturbetreiber Kontakt aufzunehmen. Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Förderantragsstellung. Da tauchen im Vorfeld oft ganz viele Fragen auf. Klären Sie die gerne im Vorfeld mit uns, bevor Sie sozusagen die ganzen Papiere zu uns ins Haus schicken. Eine weitere Möglichkeit, wie wir Sie in dem Vorhaben unterstützen, ist, dass wir eine Bike-and-Ride-Anlage im NASH-Design entwickelt haben und einen Rahmenvertrag mit einem Hersteller abgeschlossen haben. Auf diese Anlage und auf diesen Rahmenvertrag gehe ich gleich noch mal etwas genauer ein. Ganz zum Schluss ist natürlich so, die Bike-and-Ride-Anlage ist fertig gebaut. Nun gilt es aber ja auch, dieses Angebot den Bürgern irgendwie bekannt zu machen, Anreize zu setzen, dass es sozusagen auch genutzt wird und so weiter, da Informationen an die Bürger, an die Pendler zu geben. Auch hier unterstützen wir sie sehr gerne. Wir haben bestimmte Materialien von Flyer, Internetseite und so weiter, die sie nutzen können, dass nicht jede Kommune hier bei Null anfängt und das selber machen muss. Kommen Sie da gerne auf uns zu. Zu dem erwähnten Rahmenvertrag und dem Bike-and-Ride-Modulsystem der NASH. Was ist sozusagen ein Rahmenvertrag? Rahmenvertrag heißt, wir haben eine Ausschreibung gemacht über eben so eine Bike-and-Ride-Anlage und haben einen Rahmenvertrag mit einem Hersteller abgeschlossen, auf den sich jede Kommune in Schleswig-Holstein berufen kann und über diesen Vertrag eine Anlage beziehen kann, ohne dass die Kommune selber eine Ausschreibung machen muss, sondern kann sich eben auf unsere Ausschreibung, die wir stellvertretend für alle Kommunen in Schleswig-Holstein gemacht haben, berufen. Diese Anlage, dieser Anlagentyp ist in einer Projektgruppe entstanden. 2015 haben wir damit angefangen. In der Projektgruppe waren, glaube ich, 10 unterschiedliche Kommunen, ein Planungsbüro, ein Designbüro und eben wir als NASH. Und gemeinsam mit allen unterschiedlichen Blickwinkeln haben wir eben diese Anlage entwickelt, haben uns überlegt, wie sieht eine gute Anlage aus, was brauchen die Nutzer,
wie muss sie eben sein, auch für die Kommune, damit sie leicht instand gehalten werden kann und so weiter und so weiter. Und rausgekommen ist eben dieser Anlagentyp. Was heißt dabei Modulsystem? Das heißt, diese Anlage ist modular in ihrer Größe und ihrer Ausstattung veränderbar. Sie sehen jetzt hier in den Bildern schon so ein bisschen, es gibt das Ganze als Sammelschließanlage, wo eben ein Lochblech drumherum ist, wo ein Zugangssystem ist, dass ich mein Fahrrad sicher dahinter wegschließen kann. Es gibt aber auch frei zugängliche Bereiche mit einer Überdachung, dass die Abstellplätze trotzdem witterungsgeschützt sind. Auch in der Größe, ob breiter, schmaler, welcher Kombination, nur als Sammelschließanlage, nur offen. Das ist sozusagen ganz individuell, modular anpassbar für die Anforderungen vor Ort. Weil auch hier war ganz unsere Maßgabe, dass wir eben nicht etwas Fertiges so haben wollten, womit dann jeder Standort leben muss, sondern jeder Standort, jeder Bahnhof ist individuell, vielleicht die Fläche, die zur Verfügung steht, der Bedarf an Abstellplätzen, die man auf dieser Fläche unterbringen muss, ist überall unterschiedlich. Hier auf den Bildern sieht man jetzt nur diese sogenannten Kieler Bügel, diese Anlehnbügel. Man kann aber auch sehr gut mit Doppelstockparkern unter dem Dach arbeiten, was auch immer mehr Kommunen machen, weil die Fläche vor Ort zentral in der Stadt natürlich oft ja, nicht wirklich viel zur Verfügung steht. Und da sind diese Doppelstockparker eine hervorragende Lösung, viele Stellplätze auf kleiner Fläche unterzubringen. Die Vorteile von dieser Anlage sind die, dass dieser Anlagentyp erprobt ist. Der ist schon an über 20 oder wahrscheinlich, glaube ich, sogar schon mehr Orten in Schleswig-Holstein gebaut worden. Ein weiterer Vorteil ist in der Diskussion vor Ort mit der Politik vielleicht. Da sind ganz viele Akteure, ganz viele Meinungen, Geschmäcker, die sozusagen da mitreden, wie muss das sein, wie soll das aussehen. Das kann so ein Projekt sehr in die Länge ziehen, wenn nicht sogar lähmen, dass man sich mit Details beschäftigt, die eigentlich sozusagen für die Sache gar nicht so einen Unterschied machen, ob jetzt die Anlage nachher grün oder blau ist oder gelb. Das heißt, hier werden bestimmte Entscheidungen sozusagen auch abgenommen, weil die Anlage so ist, wie sie ist. Auf der anderen Seite kann man eben sicher sein, dass sie erprobt ist und dass an wirklich alle Details gedacht wurde und nichts vergessen wurde. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie als einzelne Kommune eben keine Ausschreibung mehr machen müssen, eben aufgrund des Rahmenvertrags. Aber auch für die Nutzer gibt es einen gewissen Wiedererkennungswert in Schleswig-Holstein, dass man diese Anlagen wiedererkennt. Und die Bike-and-Ride-Anlage am Bahnhof und diese Bike-and-Ride-Anlage der Kommune ist dann eben auch ein Teil des Gesamtsystems ÖPNV. Sie sind sozusagen Teil der Mobilität in Schleswig-Holstein und eben nicht nur vor Ort. Soweit zu diesem Modulsystem, wie bei allem anderen, auch hier, wenn da Fragen im Nachgang sind, gerne. Ja, ich hatte jetzt zum Schluss sozusagen noch ein paar Hinweise und Tipps versprochen. Das ist zum einen, wenn Sie in die Planung gehen. Man hört es in vielen Bereichen, aber ganz wichtig ist hier die frühzeitige Kommunikation mit allen Akteuren. Vergessen Sie, niemanden mitzunehmen. Dass wirklich die Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung, der NASA, vielleicht sogar dem Kreis, habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt, aber natürlich sonst auch ihren Bürgern vor Ort, dass man sich einig ist, dass man an dem gleichen Strang zieht. Und je mehr man kommuniziert und so früher, desto schneller kann die Maßnahme auch realisiert werden. Ein weiter wichtiger Punkt ist der Bedarf, dass man den richtig ermittelt. Das heißt, man guckt zum einen, wie ist die Situation aktuell vor Ort, aber auch, wie entwickelt sich der Bedarf in Zukunft. Wenn Sie jetzt eine Fahrradabstellanlage bauen und nur den aktuellen Bedarf decken,
müssen Sie ja wahrscheinlich, je nachdem, wie sie sich entwickelt, in 10, 15, 20 Jahren oder vielleicht auch sogar schon viel früher, in 3 Jahren, schon wieder die nächste Anlage daneben bauen, weil der Bedarf, so wie wir es uns ja alle wünschen und der Radverkehr zunimmt und der Bedarf an Stellplätzen viel größer ist. Also auch hier gucken Sie nicht nur auf das, was Sie aktuell sehen, sondern auch, wie ist die zukünftige Entwicklung der Mobilität an Ihrem Standort. Dann der Standort ist eben der zweite ganz wichtige Punkt. Sie können eine ganz tolle Abstellanlage bauen, wenn die aber nicht an der richtigen Position ist, wenn die zum Beispiel zu weit weg ist vom Bahnsteig, dann kann die ganz toll sein, ist ein ganz toller Angebot, dann wird sie aber nicht richtig genutzt und dann ist das schade drum, um das Geld, um die Mühen, die man investiert haben, wenn die Nutzer das dann nicht richtig annehmen. Der dritte Punkt, ganz wichtig, planen Sie übergreifend. Was gibt es im Bahnhofsumfeld vielleicht noch für andere Maßnahmen, die es auch zu realisieren gilt, dass man insgesamt vielleicht die Aufenthaltsqualität des Bahnhofsumfelds attraktiver machen kann, dass man damit andere Verkehrsverknüpfungen, andere Bestandteile der Mobilitätsstation vielleicht gleichzeitig auch noch realisiert und Synergien nutzt. Wie ist die Radwegeanbindung zu dieser Anlage, zum Bahnhof? Kommen die Radfahrer überhaupt gut an den Bahnhof? Gibt es vielleicht auch größere Gesamtkontext-Entwicklungskonzepte, Mobilitätskonzepte, Radstrategien, was es nicht alles gibt, wo Sie das integrieren können und ganzheitlich denken können? Und noch drei, so ein bisschen im Vorgehen, zwei Hinweise. Ganz wichtig, beginnen Sie mit der Maßnahme nicht, bevor Sie den Antrag bei uns gestellt haben. Weil wenn Sie einmal mit der Maßnahme begonnen haben, wenn Sie zum Beispiel einen Auftrag schon an ein Planungsbüro erteilt haben, können wir diese Maßnahme nicht mehr fördern. Also lieber hier wieder früher mit uns kommunizieren, dann kann da sozusagen auch nichts passieren. Beachten Sie auch in der Planung, dass so eine Maßnahme Zeit braucht. Gerade Politik ist eigentlich sozusagen mal so ein bisschen ungeduldig, wie wir eigentlich alle. Wir wollen direkt Ergebnisse sehen, wenn wir es einmal beschlossen haben, dass wir etwas machen wollen. Planen Sie aber genug Zeit auch an, gerade von der Antragsstellung, der Förderantragsstellung bei uns bis zum Zuwendungsbescheid. Aufgrund dieser Prüfverfahren kann das bei uns mehrere Monate dauern, bis Sie wirklich den Zuwendungsbescheid bekommen. Und sozusagen allgemein, ich habe es jetzt sozusagen schon ein paar Mal gesagt, kommen Sie gerne früh auf uns zu, stellen Sie Ihre Fragen, haben Sie da keine Scheu. Je früher wir miteinander sprechen, desto mehr Zeit und Geld sparen wahrscheinlich am Ende alle Beteiligten, was ja sozusagen für die Maßnahme nur förderlich ist. Ja, jetzt sind das natürlich irgendwie eine Menge Informationen und Sie denken, oh, puh, das ist doch irgendwie viel aufwendiger, als ich das eigentlich dachte. Wie soll ich das bei mir vor Ort umsetzen? Da kann ich Ihnen nur Mut machen, Sie sind nicht die Ersten. Es wurden schon jetzt hier am Beispiel von Bike-and-Ride-Anlagen schon ganz, ganz viele in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren realisiert. Ganz viele Kommunen sind da aktuell auch dran. Vernetzen Sie sich gerne, tauschen Sie sich aus. Die Frage, die sich Ihnen kommt oder die Schwierigkeiten, die Sie vielleicht haben oder ähnliches, Diskussionen, die Sie bei sich führen, die gleichen Diskussionen führt eine andere Kommune bestimmt auch. Oder wenn es wieder möglich ist, machen Sie mal eine Exkursion mit den Beteiligten, schauen Sie sich etwas vor Ort an. Auch hier kommen Sie gerne auf uns zu und man kann sich vor Ort an einem guten Beispiel mal treffen und austauschen. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir auch Sie begleiten und unterstützen dürfen, wenn Sie jetzt sozusagen nach dem heutigen Tag Lust haben, Ihren Bahnhof zur Mobilitätsstation auszubauen. Und freue mich, von Ihnen zu hören und vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Locher, für den Vortrag. Ich habe mir auch eine Menge Sachen mit aufgeschrieben. Immer wieder spannend, wie viele Akteure beteiligt sind. Und gleich die Frage, was mache ich, wenn ich eine Bushaltestelle direkt am Bahnhof habe? Wer ist zuständig? Der Kreis, die Kommune, teilweise vielleicht sogar das Land? Man weiß es nicht. Also viele Akteure müssen auf jeden Fall koordiniert werden. Ich habe mir hier so ein paar kleine Fragen aufgestellt. Bevor ich die aber jetzt stelle, habe ich noch vom Technik Support eine Bitte. Das ist die Bitte um den Klarnamen bei sich. Und
Jetzt wird der Julius Bruhn, der wird jetzt auch mal kurz erzählen, wie man das machen kann. Wie kann man den Klarnamen einstellen, damit wir nicht immer den Namen haben iPad 7 oder so. Genau, also Sie müssten alle erstmal Ihr eigenes Bild finden und da ganz oben rechts sind so drei Punkte zu sehen. Und wenn man auf diese drei Punkte geht, dann kommt da auch dieser das Feld umbenennen. Und wenn Sie da dann den richtigen Namen, am besten noch mit dem Ort, wo Sie sind und aus welcher Institution Sie kommen, das wäre ja auch ganz nett für andere Leute zu wissen, dann wäre das sehr schön für mich. Ich habe es gleich in Angriff genommen. Ihr seht, es geht ganz schnell. Ich habe mich gleich Torben Prenzl, RAD-SH steht jetzt hinter. Nicht zu verwechseln mit Nah-SH. Wir sind immer nur ein Buchstaben entfernt, aber trotzdem noch was ganz anderes. Eine Frage, ich kann jetzt erstmal nicht alle machen. Erstmal, wie groß ist noch das Potenzial eigentlich, liebe Frau Locher? Wie viele Bahnhöfe haben wir denn noch, die eigentlich so Bike-and-Ride-Anlagen gebrauchen könnten? Das sind noch einige. Vor allen Dingen, also es gibt viele Bahnhöfe, die tatsächlich noch gar keine Fahrradabstellanlagen haben oder diese schönen sogenannten Felgenkiller von ganz früher, die wir natürlich gerne alle ersetzt haben wollen. Und wir merken auch, dass viele Bahnhöfe, die vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren schon was gemacht haben, dass der Bedarf doch sehr viel schneller gestiegen ist und der Bedarf gerade an diesen sicheren Abstellmöglichkeiten viel größer ist, als man ja vor ein paar Jahren noch gedacht hat. Naja, ist da noch viel Luft nach oben, ohne jetzt eine konkrete Zahl so und so viel von so und so viel nennen zu können. Gibt es denn schon ein Beispiel, dass sich Gemeinden zusammengetan haben oder Kommunen, weil der Bahnhof zu klein ist und die dann auch um die nötigen Fallzahlen zu erreichen, sich mit anderen Kommunen zusammengetan haben, um das Umfeld ein bisschen mehr einzubeziehen, vielleicht auch gemeinsam geplant haben? Genau, also es haben im Hamburger Umland, jetzt muss ich kurz überlegen, im Kreis Herzogtum Lauenburg war das, glaube ich, da haben sich ein paar Kommunen kleinere mal zusammengetan und zum Beispiel gemeinsam ein Planungsbüro beauftragt, weil sozusagen nur für den kleinen Bahnhof ist das natürlich auch relativ unattraktiv für so ein Planungsbüro und auch die Planungskosten sind dann so gering, dass die ja ein Planungsbüro beauftragt haben und dann auch gemeinsam den Förderantrag gestellt haben. Oder je nachdem, wo der Bahnhof liegt, gibt es auch manchmal grundsätzlich, also zum Beispiel der Bahnhof Meeschensee ist so ein Beispiel, der wird grundsätzlich immer von zwei, wenn es nicht sogar drei Kommunen sind, gemeinsam betrieben. Also das gibt es durchaus in Schleswig-Holstein. Ja, das ist schon. Wie sieht es denn aus, wenn man nur einen Zopf vor Ort hat? Geest Hacht hatte geschrieben, gesagt, da gibt es gar keinen Bahnhof, die haben einen Zopf. Gibt es die Möglichkeit auch denn da, so ein Modul zu kriegen über die Nah-SH? Jein. Also ein Modul können Sie auf jeden Fall nehmen. Also Sie können über diesen Rahmenvertrag diese Bike-and-Ride-Anlage auch beziehen, auch wenn Sie keine Förderung von uns in Anspruch nehmen. Also das kann sozusagen unabhängig genutzt werden, dass wir eine Bike-and-Ride-Anlage an nur einem ZOP fördern, ist tatsächlich immer sehr schwierig, weil es da tatsächlich sozusagen im Grundsatz eigentlich so ist, dass mit den GVFG-Mitteln, die wir als Nah-SH verwalten, wir wirklich an SBNV gebunden sind und in dem Fall die Zuständigkeit für eine mögliche Förderung eigentlich beim Kreis liegt. Genau. Das Thema Förderung kommt ja auch noch hier in, ich glaube am Donnerstag, Donnerstag oder Freitag, weiß ich jetzt selber gar nicht genau, muss ich mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall zum Thema Förderung noch einen eigenen Vortrag, bin ich auch mit dabei. Also da haben wir nochmal, Nah-SH sind ja nicht selber Projektträger, sondern sie sozusagen verwalten das und die Kommunen bauen ja. Das ist ja das Prinzip, richtig? Genau. Dann haben wir das auch geklärt. Genau, das ist ein ganz sehr wichtiger Punkt. Wir fördern und wir versuchen ganz viel zu unterstützen, aber die Kommune selber ist Bauherr dieser Anlage. Und das ist sozusagen nachher auch Eigentum der Kommune und muss es betreiben. Genau. Ja. Denn die letzte Frage, bevor wir zum nächsten Vortrag gehen. Andere Fragen sind nicht weg. Ich habe sie im Auge. Ich gucke, wie wir die gut hinkriegen. Wie arbeiten Sie dann mit dem Bike-and-Ride-Programm von der Bahn zusammen? Das gibt es ja auch noch. Wir arbeiten insofern zusammen, dass es sozusagen für die Kommunen einen bunten Strauß an Möglichkeiten gibt, die man nutzen kann an Anlagen, an Fördermitteln. Da ziehen wir eigentlich sozusagen alle am gleichen Strang. Wir wollen den Radverkehr und den ÖPNV stärken. Da
gibt es sozusagen Kombinationen. Wir haben auch Kommunen, die sozusagen das Modell der DB bauen wollen, aber trotzdem sozusagen das auch mit unseren Fördermitteln kombinieren. An manch einem Standort passt zum Beispiel auch unser Modulsystem gar nicht hin, sei es städtebaulich oder ähnlich, oder man braucht was viel Größeres, ist tatsächlich nur ein Angebot. Sie können auch jede andere Anlage fördern lassen. Das ist nicht zwangsläufig miteinander gebunden. Wunderbar. Also nehmen Sie die Förderung sozusagen, die für Sie am interessantesten ist. Sie arbeiten eng zusammen, man kennt sie auch untereinander, ist auch klar. Damit haben wir erstmal, glaube ich, soweit ich das sehe, alle Fragen halt wirklich zu Mobilitätsstationen. Andere Fragen, die eher allgemeiner Art sind oder nicht wirklich zu diesem Thema Mobilitätsstationen gehen, die werde ich jetzt erstmal gepflegt ignorieren. Seien Sie mir da nicht böse, weil...